Moin, in der heutigen Folge geht es um den Mod Compact Machines. Das ist im Prinzip all das, was der Mod hier zu bieten hat, was wir hier gerade vor uns sehen. Es ist ein sehr minimalistischer Mod, ich finde aber, der sollte auf jeden Fall vorgestellt werden und auch erklärt werden, denn eigentlich die Grundidee ist extrem cool. Ich bin leider kreativlos, deswegen weiß ich nicht so genau, was man damit so alles machen kann, aber ich zeige euch, wie es geht und was es überhaupt ist. Zuerst einmal, wir haben bei Compact Machines 6 Maschinen, mehr oder weniger Maschinen, es sind eigentlich Blöcke. Wir haben 3 Kabelverbindungen. Einmal ganz klassisch Energie, Fluids und auch Items, das was man braucht. Und wir haben so einen kleinen Handheld. Nennt sich Personal Shrinking Device. Übrigens eine Sache vorweg, wenn euch die Videos, die ich mache, gefallen und ihr daran Spaß habt oder euch auch helfen, würde ich mich super über ein Abo freuen. Die Videos sind wirklich mittlerweile sehr aufwendig und ich habe sehr, sehr viel Spaß daran und es freut mich wirklich, dass ich euch damit helfen kann. Deswegen, wenn euch das gefallen hat, Abo und Like, würde mich super freuen und jetzt geht's weiter mit dem Video. So, was wollen wir jetzt machen? Zuerst einmal wollen wir mit der Tiny-Version anfangen. Das heißt, wir bauen uns eine Compact Machine in der Version Tiny. Dafür benötigen wir Compact Machine Walls und einen Kupferblock. Kupferblock sollte klar sein. Compact Machine Wolf wahrscheinlich nicht, weil das ist ja vom Mod ein neuer Block. Und das wäre dann polierter Tiefenschiefer. Tatsächlich auch polierter. Den kriegen wir, indem wir 4 Bruchtiefenschiefer quasi in die Werkbank packen und dann haben wir 4 polierte Tiefenschiefer. So ähneln sich die Rezepte, wenn wir jetzt zum Beispielsweise einmal den Compact Machine Normal nehmen, haben wir einen Goldblock in der Mitte und wieder Compact Machine Walls und die sind wieder aus polierten Tiefenschiefer. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Maximum nehmen, haben wir wieder Compact Machine Walls und ein nächster Reed-Block. Das heißt eigentlich, das Rezept bleibt immer dasselbe, aber die Mitte, der mittlere Block, der unterscheidet sich je nach Qualitätsstufe. Das zweite, was wir unbedingt benötigen, ist der Personal Shrinking Device und den können wir uns craften mit einem Eisenbarren, einem Buch, eine Glasscheibe und 2 Enderaugen. So, jetzt haben wir das alles gemacht, jetzt bauen wir einfach mal diese Maschine auf und erstmal nichts passiert. Wenn wir das Personal Shrinking Device per Rechtsklick in die Luft halten, haben wir hier so eine kleine Anleitung. Es gibt im Prinzip 3 Dinge, die wichtig sind, aber ich erkläre euch die ja. Deswegen mache ich das hier mal wieder zu. Also wir können jetzt tatsächlich hier rein. Was meine ich damit? Wenn wir auf jeder dieser Maschine einmal die Shift-Taste gedrückt halten, sehen wir ein Internal Size. Heißt also, dieser Block ist eigentlich ein 3x3x3 Block. Und dann haben wir einen zum Beispiel 5x5x5, dann 7, 9, 11 und 13. Wie genau kann man sich das jetzt vorstellen? Wir nehmen das Shrinking Device in die Hand, machen einen Rechtsklick auf die Compact Machine, das ist übrigens egal auf welche, ist immer dasselbe Ergebnis und schon ladet eine neue Dimension. Naja, und wir befinden uns jetzt hier, ich sag mal, in einer Art Gefängnis, 3x3x3, genauso auch wie das diese Tiny Maschine vorsagt. Hier ist ganz wichtig, diese Blöcke hier nicht kaputt machen, weil ihr befindet euch hier in einer anderen Dimension. Und ihr würdet wahrscheinlich alles verlieren, wenn ihr hier sterben solltet. Das heißt ganz gefährlich, nicht außerhalb dieser Mauern euch bewegen. Zurück kommt ihr, indem ihr einfach das Personal Shrinking Device wieder einen Rechtsklick macht. Und schon seid ihr wieder genau dort, wo ihr auch losgegangen seid in der Oberwelt. Was kann man mit dem Shrinking Device noch machen? Eigentlich nur die Position auswählen. Denn egal wie groß der Block ist, wo ihr drin seid, ihr spawnt immer so ziemlich genau hier an der Ecke der Mitte. Ihr könnt aber beispielsweise in diese Ecke gehen, jetzt die Shift-Taste gedrückt halten und rechte Maustaste klicken. Schon habt ihr einen New Spawn Point gesetzt, gehen wieder raus, gehen wieder rein. Und wie ihr seht, jetzt hängen wir hier in dieser Ecke. Also wir sind nicht mehr in der Mitte. Also wir können uns hiermit die Spawnpunkte setzen. So, wir schauen uns natürlich jetzt auch nochmal die nächstgrößeren an, also nicht alle, weil die Optik innerhalb ist ja immer dieselbe. Wir gucken uns aber mal einmal die Giant an. Da haben wir dann jetzt schon so viel Platz, dass damit lässt sich schon arbeiten, würde ich fast behaupten. Und wir haben die Maximum Compact Machine, die ist dann so groß. Hier habe ich schon mal was aufgebaut. Hier ist auch ganz wichtig, wie gesagt, wir spawnen immer in der Mitte. Auch hier mache ich mir jetzt mal einen Spawnpunkt an der Ecke, damit man das auch sieht. Das kann man an der großen Maschine besser erkennen. Hier befinden wir uns jetzt auch in der Ecke. Okay, das nächste. Was machen wir damit jetzt eigentlich? Das meinte ich gerade zu Anfang, meine Kreativität ist nicht hoch. Ihr könnt in diesen Blöcken irgendwas aufbauen, sei es eine Mobfarm. Hier ist aber ganz wichtig zu beachten, die Blöcke sind lichtempfindlich. Oder anders gesagt, die haben ein Lichtlevel. Auch wenn es da relativ dunkel drin aussieht, es ist nicht dunkel. Ihr könnt also nicht einfach so eine Mobfarm reinbauen, sondern ihr müsst schon Raum-in-Raum-Konstruktionen aufbauen, die dann wirklich dunkel ist. Beispielsweise, wenn ihr eine Standard-Mobfarm bauen möchtet. Ansonsten ist eure Kreativität freien Lauf gelassen. Ihr könnt darin alles bauen. Und das ist alles in der Oberwelt in einem Block verstaut. Ganz wichtig ist, es ist kein automatischer Chunkloader drin. Ihr müsst in der Oberwelt diese einzelnen Blöcke quasi geladen haben. Und sollte das der Fall sein, ist auch der gesamte Inhalt geladen. Aber der gesamte Inhalt ist nicht einfach automatisch geladen. Das ist ganz wichtig. Und was auch noch wichtig ist bezüglich
Nutzung dieser Blöcke. Ihr habt da tatsächlich, deswegen habe ich das hier auch aufgebaut, keine Sonne. Also ihr könnt keine Solaranlagen benutzen, ihr habt auch keinen Wind, deswegen könnt ihr auch keine Windräder benutzen oder Windmühlen. Das ist ganz wichtig, eure Stromerzeugnisquelle oder eure Quelle für den Strom muss etwas sein, was ohne natürlichen Hilfsmittel auskommt. Da gibt es natürlich einiges, aber ist halt wichtig, vorneweg zu wissen. So, was bringt das jetzt eigentlich alles? Es würde eigentlich gar nichts bringen, wenn es nicht diese drei Tunnel gäbe. Die schauen wir uns jetzt an. Also zumindest schauen wir uns auf jeden Fall mal den Item-Tunnel an. Grundsätzlich craften wir das so. Ein Beobachter, Enderperle, Redstone und eine Truhe. Den Fluid-Tunnel, Beobachter, Redstone, Enderperle und ein Eimer. Und der Energy, genau dasselbe, nur ein Leuchtsteinstaub. So, und jetzt können wir von innen den jeweiligen Tunnel einfach an die Mauer setzen. Ich mache das hier auch mal neu, damit wir sehen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt den Item-Tunnel in die Hand, mache einen Rechtsklick und sehe hier, okay, links oben ein paar Informationen. Down ist erstmal ganz wichtig. Down bedeutet, dass dieser Item-Tunnel jetzt in der Oberwelt an dem Block nach unten gerichtet ist. Was sehr cool ist, wir sehen hier auch direkt schon, der ist connected mit weißer Beton, weil unsere Maschine in der Oberwelt steht ja auch auf weißem Beton. Also das passt zumindest schon mal. Wenn wir jetzt eine rechte Maustaste klicken, gehen wir da einmal durch. Jetzt haben wir North, South, West, East und wieder Down. Up gibt es auch noch, aber Up kann er jetzt nicht mehr auswählen, weil er hier schon Up hat, wie wir hier links oben sehen. Also jede Seite kann von einem Tunnel immer nur einmal genutzt werden. Allerdings, wenn wir jetzt einen Fluid-Tunnel nutzen würden, können wir hier auch Up nutzen. Hier sehen wir jetzt auch Connected mit ultimativer Logistiktransporter, das stimmt auch. Das heißt, wir können die unterschiedlichen Ressourcen an dieselbe Stelle raus- oder reinbringen, aber dieselben Ressourcen, also Item, Tunnel und Item-Tunnel können wir, ist ja auch, denke ich, nachvollziehbar, nur einmal auf eine Seite connecten. So, jetzt mache ich das mal weg, bauen wir das Prinzip einfach neu auf. Ich mache jetzt mal ganz simpel, wir wollen ja irgendwas aus dieser Kammer hier rausholen, das heißt, ich packe jetzt mal eine Truhe rein. Logistiktransporter, das muss natürlich keiner vom Mechanismus sein, ihr könnt auch alles andere nehmen, was ihr wollt. Ich mag nur die vom Mechanismus sehr gerne. Machen hier mit dem Konfigurator natürlich noch anziehen, weil wir wollen ja was rausziehen, das ist wichtig. Und haben hier jetzt die Möglichkeit, die Seite zu konfigurieren. Ich habe jetzt gerade tatsächlich vergessen, welche Seite ich habe. Das ist aber gar nicht schlimm, weil, wie ihr seht, links oben sehen wir jetzt das Orange und Blaue. Hier habe ich also den vorbereiteten Item-Tunnel und gerade den Fluid-Item-Tunnel dran angeschlossen, nach oben hin. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Habe ich den unten gemacht? Ich glaube schon. Ja, hier seht ihr jetzt Bound to Orange. Das heißt, der hier ist mit dem verbunden, den wir gerade in dieser Maschine verbunden haben. Heißt also, ich gehe jetzt mit meinem Logistiktransporter hier raus, packe jetzt meine Truhe dran und jetzt schauen wir uns das alles mal an. Heißt, wir gehen jetzt wieder hier rein. Wir gehen jetzt mal davon aus, hier drin ist ganz, ganz viel passiert. Also irgendwelche Dinge sind hier abgebaut worden, angebaut worden, erstellt worden. Das heißt, in dem Fall ist es Holz und wir sehen direkt schon, zack, das geht raus. Wo geht es hin? Man kann es sich denken, in die Truhe oder in die Verbindung, die wir hier gerade gemacht haben. Ist noch nicht angekommen, weil ich doof bin. Wir müssen natürlich auch die Seite per Anziehen konfigurieren. Und jetzt ist es hier drin. Das heißt, es war gerade wahrscheinlich in irgendeinem internen Speicher, nehme ich mal an. Und schon ist der Inhalt von dieser eigenen Dimension hier rausgekommen in die Truhe rein. Und das ist extrem cool. Ihr könnt auch von außen erahnen, was denn die richtige Seite sein könnte. Ich habe jetzt hier eine Verbindung. Hier nach links, aber nicht. Hier auch nicht. Und hier auch nicht. Warum nicht? Weil das System im Inneren natürlich keine Item-Verbindung, und das ist ja auch ein Item, quasi Transportrohr, zu dieser Seite oder dieser Seite oder dieser Seite hat. Deswegen können wir das ja auch nicht verbinden. Das ist schon mal ein sehr guter Indikator dafür, ob wir irgendwas richtig oder falsch eingestellt haben. Nach oben hin und nach unten hin funktioniert es ja, weil das ist ja unsere Konfiguration, die wir hier und hier angeschlossen haben. Genau dasselbe Prinzip geht auch mit Energie und Flüssigkeiten. Ihr könnt auf diese Art und Weise übrigens auch Items reinbringen. Das heißt, wenn wir jetzt einmal das einfach rückgängig machen. Wir machen jetzt hier ein Anziehen. Gehen wir wieder rein. Dann ist es wahrscheinlich jetzt hier noch nicht drin. Genau, weil die hier noch auf Anziehen steht. Die darf natürlich dann nicht auf Anziehen stehen. Das heißt also, die Seite hier muss jetzt auf Anziehen stehen. Und schon haben wir auch aus der Oberwelt Sachen hier reingebracht. Das heißt, es geht rein, es geht raus, so wie mit Items, Fluids und auch Energie. Und das ist der Mod. Ich finde ihn eigentlich sehr, sehr cool. Meine Kreativität, wie gesagt, lässt zu wünschen übrig. Deswegen, ich komme immer wieder mit dem blöden Beispiel einer Mobfarm, was man hier machen kann. Aber man kann hier wahrscheinlich noch ganz viele andere coole Dinge machen. Man kann sich dann irgendwie ganz stumpf gesagt jetzt hier solche Schilder aufbauen beispielsweise. Hier haben wir eine Mobfarm drin, hier haben wir unsere Weizenfarm drin und so weiter und so fort. Und das alles liegt eigentlich in der Oberwelt nur in einem einzigen Block.
Und das ist der Riesenvorteil daraus. Und natürlich ist es auch eine coole Sache. Also es ist sehr inspirierend, auch für andere Mods wahrscheinlich. Gut, wie gesagt, das war der Mod. Wenn noch Fragen offen geblieben sind oder ich auf gewisse Dinge nicht eingegangen bin, schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super über ein Abo freuen, genauso wie auch ein Like. Und wir sehen uns dann in einer nächsten Folge. Bis dahin.